Elish McCogan. Ja, das waren schon starke Bilder am Ende. Und die zwei Äthiopierinnen auf 2 und 3. Und Debbie Schönebaum auf Platz 13 und Blanka Dörfel auf Platz 20. Zwei Mädels aus dem Marathon-Team Berlin, auch beim Rennen in der eigenen Stadt. Das ist schon was Besonderes. Also herzlichen Glückwunsch auch an Debbie nochmal und an Blanka. Starke Leistung, aber ich glaube, bei beiden geht auch noch in Zukunft ein bisschen mehr. Ich bin gespannt auf die beiden, aber so auch ein Sieg, ihr erster Start im Halbmarathon für McColgan und dann auch dieses Rennen, so wie es war bei den Frauen. Klasse, großartig. Und jetzt Stimmung, Freude und natürlich auch Leiden. Das sind schon die letzten Meter,